Moin, hallo und schön, dass es drei von euch wieder geschafft haben, in meinen kleinen Channel zu sehen. Dafür werdet ihr auch reich belohnt, denn ich zeige euch heute, wie ihr die Vex Offensive solo betreten könnt. Ganz richtig, solo. Keine störenden Lappen, die euch die Kills wegschießen oder irgendwelche anderen Penner, die euch da nerven. Ihr könnt ganz allein da rein und euren Kram machen. Fragt ihr euch, warum solltet ihr das tun? Ganz einfach, die Saison, die läuft nur noch bummelig 2 Wochen. Und ihr habt nicht mehr viel Zeit, den Titel zu ergattern. Und zwar müsst ihr für den Titel jede Menge Zeug machen mit irgendwelchen Waffen. Das bedeutet, wenn ihr solo da rein könnt, dann könnt ihr ganz in Ruhe mit dem Bogen boing, die ganzen Lappen abschießen, komplett allein. Okay? So, das Video ist aber für den PC. Für den PC! Nicht PlayStation, nicht Xbox. Ja? Du nix meckern in den Kommentar für PC. Okay. Was ihr dafür tun müsst, ist sehr simpel. Ich habe euch ein ganz kleines Skript vorbereitet, das ihr unter Windows PowerShell ausführen müsst. Keine Angst, das Skript macht nichts Böses und es ist auch nur aktiv, solange dieses PowerShell-Fenster aktiv ist. Wenn das jetzt komplett böhmische Dörfer waren, ich zeige euch das Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Gut. Als erstes braucht ihr nämlich einen Text, den ich vorbereitet habe. Den habe ich auf meinen Webspace hochgeladen. Die URL blende ich euch ein. Boots. Und hier ist der ganze Text. Ihr müsst einfach nur diesen ganzen Text markieren. Steuerung C oder auch hier im Kontextmenü und Kopieren auswählen. Dann habt ihr das in eurem Buffer drin. Und das muss jetzt in Windows PowerShell eingefügt werden. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das macht. Bevor wir das Skript aktivieren, schauen wir uns mal den Matchmaker an, wie er eigentlich funktionieren sollte. Sprich, zum Beweis, dass mir Leute joinen können, werde ich jetzt mal eine Vex Offensive starten und mal gucken, ob gewisse Leute mit mir spielen möchten. Irgendwie nett. Oh, 3 von 6. Okay. Gerade noch. Ihr habt also gesehen, der Matchmaker funktioniert, sprich, es konnten Leute joinen und jetzt werden wir nämlich ganz cool Le Script aktivieren. Dann wechseln wir gerade nochmal den Monitor. Bootski. So, dann kopiere ich den Text nochmal hinein. Düdüdüdü. Hallo PowerShell. Enter. Wenn alles funktioniert hat, dann müsstet ihr ganz viele weiße Zeilen sehen und diesen letzten Satz: Destiny 2 Solo Mode activated. Press Control C to deactivate Solo Mode. So, jetzt hüpfen wir nochmal in the game. Dazu schalte ich hier nochmal kurz um. Und jetzt werden wir nochmal in die Queue gehen. Mond. Vex Offensive starten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob da jemand joinen kann. Ich sag euch, das können sie nicht. Lalalalala. Ich kann das mal ein bisschen vorspulen, weil das dauert jetzt. Irgendwelche Leute versuchen zu joinen und sie verzweifeln, weil sie es nicht können. Oh mein Gott, die Welt will mit mir spielen. M-Tash, Kekis, alle wie sie heißen, wollen mit dem King spielen, aber sie können es nicht. Tja. Pech g'schieße, so ist es. Und wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich mit dieser Methode auch die Strikes ähnlich bedienen. Sprich, ihr könnt alleine in Strikes reinhüpfen. So, wie ihr gesehen habt. Das Spiel lädt und ich werde jetzt gleich ganz allein in der Vex Offensive sein. So, ich nehme einen Bogen, denn ich muss mit dem Bogen noch ungefähr 80.000 Millionen Kills machen. Und wie ihr seht, ich bin hier wirklich ganz allein unterwegs, komplett solo und kann jetzt diesen ganzen Triumphkram machen mit irgendwelchen kritischen Treffern mit dem Bogen oder was weiß ich, Maschinengewehr da rumbratzen, Automatikgewehr, you name it. Alles ganz allein. So. Natürlich ist das Ganze nicht so einfach. Das heißt, ich würde nicht davon ausgehen, dass ihr die Vex Offensive auch durchspielen könnt. Es ist möglich, das Solo zu bestreiten, aber brauche ich in dem Fall nicht. Was ich euch empfehlen kann,
sterbt am besten direkt instant, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ihr spielt die ganzen Phasen durch, ihr werdet sie aber verkacken aufgrund der Zeit, das macht nichts, das bedeutet am Ende gibt es halt keine Kiste, aber ihr kommt trotzdem weiter, bis ihr beim Endboss seid und beim Endboss spawnen unendlich Edwellen nach. Das heißt, ihr versteckt euch da irgendwo, ich zeige euch das gleich in Game und ihr könnt unendlich mit allen Waffen die ganzen Wächs, die da erscheinen, einfach abballern. Total cool. Kapisch? Jetzt zeige ich euch nochmal, wie wir das Skript deaktivieren. Ich habe auch das Kamerafenster ein bisschen nach oben geschoben, damit ihr auch wirklich seht, dass da Hüter ausgewertet werden und wir auch joinen können. Also wir haben das Skript aktuell deaktiviert. Ich aktiviere es dann, zeige euch, dass keine Hüter nachjoinen können und dann schalte ich es wieder ab, ohne dass wir das Spiel neu starten müssen. Jetzt seht ihr auch endlich mal die Auswertung von Hütern. 1 von 6 bisher. Ups, 6 von 6. Escape gedrückt. Gott sei Dank habe ich das noch abbrechen können. So, nun möchten wir das ganze Skript wieder einmal aktivieren. Dazu nutzen wir wieder unser schönes PowerShell als Administrator. UAC-Abfrage bestätigen. Den Text nehmen. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel nur den oberen Teil nehmen, weil der ist fürs Aktivieren des Skripts zuständig. Ich zeige euch nochmal das Fensterchen dazu. So, Destiny 2 Solo Mode ist aktiviert. Dann springen wir nochmal in Game und starten die Vex Offensive. Nun, ich werde es jetzt nach einer gewissen Zeit abbrechen, denn ihr werdet sehen, es werden mir keine weiteren Hüter mehr joinen können. Das ist genau der Sinn dieses Skripts. Wir warten mal noch ein bisschen länger, damit ihr auch wirklich glaubt. Ich bin eine sehr vertrauenswürdige Person. Ja, und wie ihr sehen könnt, es kommt keiner. Also gut, wir brechen das Ganze wieder ab und wechseln den Fokus wieder auf den anderen Monitor. Und jetzt werde ich den Teil rauskopieren, der quasi dafür verantwortlich ist, dass dieses Skript wieder deaktiviert wird. Jetzt muss ich hier Press Ctrl C. Das mache ich doch, du blöder Affe. So. Wir fügen das Skript ein. Funktioniert prima. Sekunde, ich kopiere es nochmal. Copy und Paste. Jetzt aber. Bootski. Jetzt werden quasi alle Regeln wieder removed. Wir wechseln in Game. Zack. Und nun möchten wir wieder mit anderen Leuten zusammenspielen. Mond, Vex Offensive starten. Das ist alles ein Scheiß. Nur wegen ein bisschen Triumphgedöns. 3 von 6, habt ihr gesehen? That's it. Also, das Skript ist ganz harmlos. Es kann aktiviert und deaktiviert werden, je nachdem, wie ihr es braucht. Alles klar? Viel Spaß.